Servus Patrick, in der aktuellen Saison hast du es schon auf 3 Treffer gebracht, unter anderem der Siegtreffer gegen den FC Bayern München. Wie viele sollen es denn in der Saison noch werden? Ja, also ich habe mir das noch nicht so Gedanken gemacht, aber natürlich wäre es schön, wenn ich, also ich habe jetzt 2 Treffer in der Hinrunde gemacht, die will ich auf jeden Fall wieder machen in der Rückrunde, jetzt habe ich schon einen, ja natürlich ist mein Ziel, jetzt hat mehr als in der Hinrunde, aber so 5, 6, 7 Tore wäre natürlich schön, wenn ich die mache, ja. Am Anfang der Saison ist es noch nicht so ganz rund gelaufen für unsere U23. Mittlerweile seid ihr richtig gut in Form, habt jetzt zum Jahresauftakt direkt mal den FC Bayern München geschlagen. Am Freitag kommt jetzt mit Augsburg ein weiteres starkes NLZ-Team. Da habt ihr im Hinspiel unentschieden gespielt. Was erwartest du von der Partie? Ja, stimmt. Also in der Hinrunde haben wir viele Spiele auch unentschieden gespielt, die wir gewinnen hätten können. Jetzt ist es natürlich gut, dass wir gleich gewonnen haben. Gegen Augsburg wird es aber kein bisschen leichter. Die sind auf jeden Fall mit den Bayern zu vergleichen. War auch in der Hinrunde ein sehr umkämpftes Spiel und natürlich wollen wir es gewinnen. Also wir gehen jetzt auch mit einer breiten Brust da rein, haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert und ja, wir wollen genauso spielen wie gegen Bayern und dann hoffen, die 3 Punkte auch dort mitzunehmen. Wie ist es bei dir persönlich? Spielst du eigentlich dann lieber gegen junge NLZ-Teams von anderen großen Vereinen oder bist du eher so der Fan davon, gegen die robusten Herrenmannschaften zu spielen aus Garching oder Schalding-Heining? Ja, also gegen die NLZ-Teams ist es natürlich, ist meistens ein besseres Spielniveau da, weil die Spieler technisch besser ausgebildet sind. Das Spieltempo ist meistens höher. Da ist es auf jeden Fall geiler, gegen solche zu spielen. Aber natürlich ist es auch schön, gegen solche Herrenmannschaften zu spielen wie Schalding-Heining. Jetzt zum Beispiel Schweinfurt, wo da mehr Zuschauer kommen, da ist noch eine bessere Stimmung. Also es ist beides schön und hat beides seine Vorteile. Wie ich schon erwähnt habe, die U23 ist ein bisschen holprig gestartet. Mittlerweile habt ihr schon wirklich einige Punkte zwischen euch und die Abstiegsrelegation gebracht. Was sind denn die Ziele für den Rest der Saison? Ja, also wir wollen jetzt erstmal von da unten wegkommen. Jetzt in den nächsten Spielen so viele Punkte wie möglich zu haben, damit wir dann jetzt nicht richtig in den Abstiegskampf reinrutschen. Und ja, uns jetzt ein bisschen Polster verschaffen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich meine, ihr hattet eine wirklich lange Winterpause. Wie sieht's da bei dir aus? Ist man da doch eher mal froh, dass man mal 3 Monate Pause hat oder war es dann doch ein bisschen zu lang? Nee, also die Winterpause war echt, also ich habe sowas auch noch nie erlebt. Also wir hatten ziemlich lange Winterpause und dann auch noch die 8 Wochen Vorbereitung. Dafür hatte ich aber im Sommer, glaube ich, 2,5 Wochen frei, weil ich da auch noch bei der Nationalmannschaft war. Also wirklich kaum Pause. Deswegen tat die auch mal gut, aber so lange hätte sie auch nicht sein müssen.